Guten Tag, ich bin Bruno Spengler, DTM-Meister 2012. Aber ohne ein gutes Auto ist ein guter Fahrer nichts. Von daher werde ich Sie ein bisschen vorstellen, mein Black Beast. Und wir haben natürlich sehr viele Sachen, die sehr speziell sind. Und ein bisschen davon werde ich jetzt erklären. Ist ein 8-Zylinder V8, 4 Liter, 480 PS. Er macht ganz schön Kraft, das Auto. Das Wichtigste sind die Carbonbremsen. Wir können mit diesem Auto von ungefähr 270 km/h auf 50 km/h innerhalb von 100 Meter runterbremsen. Diese Heckflügel spielen eine Riesenrolle. Es gibt Rennstrecken, die sehr langen Geraden haben. Natürlich fahren wir mit weniger Heckflügel, weil wir brauchen viel Geschwindigkeit. Und gibt es andere Rennstrecken wie Oschersleben mit sehr viel Kurven. Da brauchen wir natürlich mehr Heckflügel, dass der Hinterachse von dem Auto mehr stabil ist. Ein bisschen zum Lenkrad. Wir haben ein paar Knöpfe, die hier sehr wichtig sind. Zum Beispiel haben wir hier unseren Startknopf, einfach den Motor zu starten. Und dann der Funk. Hier können wir mit unseren Ingenieuren oder Teammanager während des Rennens sprechen. Dann haben wir hier das Kühlung. Rennstrecken, wo man viel bremst, das bläst ein bisschen Wasser, kalte Wasser oder Frischwasser auf die Bremse, dass da nicht zu viel Temperatur kommt und dass wir bis zum Ende des Rennens trotzdem gute Bremsen haben. Das ist natürlich sehr wichtig. Dass man oft auf die Serienauto sieht auch und die Schaltwippen hochschalten rechts, runterschalten links. Wir haben auch diese Sicherheitszelle hier. Das ist alles aus Carbon gemacht und das schützt uns ganz schön. Ich glaube, ich habe jetzt schon ein bisschen viel erzählt von meinen Black Beats und jetzt freue ich mich natürlich so schnell wie möglich, damit wieder auf der Rennstrecke zu fahren.